bisschen geknutscht. Geknutscht. Weiter nichts. Gibt's denn da sonst noch was? Denken wir lieber drüber nach, wie ich die ganze Sache wieder hinbiegen kann. Aber erstmal musst du mir erzählen, warum du so interessiert daran bist, dass die Alte die Wahrheit erfährt. Weil ich durch ihre Connections den Absprung aus dieser Kneipe schaffen will. Vielleicht sollten wir zur Polizei gehen und eine Vermisstenanzeige aufgeben. Also ich vermisse weder Larry noch Clarissa. Aber im Ernst, wenn sie denen sagen, dass beide weg sind, dann werden sie dasselbe denken wie Kathi und sie nach Hause schicken. Ich glaube, es wäre besser, wenn deine Freundin jetzt geht. Und was dich betrifft... Papa, können wir das nachher besprechen? Bitte. Ich warte in der Küche. Tut mir leid. Schon okay. Ist ihm dumm gelaufen. Ich Idiot, warum habe ich auch nicht abgeschlossen? Hey, ich hätte ja auch daran denken können. Ist doch halb so schlimm. In ein paar Tagen lachen wir bestimmt darüber. Jetzt lass uns lieber schnell was anziehen, bevor dein Vater noch mal reinkommt. Weißt du, wo meine Unterhose ist? So ein Mist. Und ich erzähl dem auch noch, ich wüsste nicht Bescheid. Tja, du hast ihm gerade das Gegenteil demonstriert. Hast du inzwischen über meinen Vorschlag nachgedacht? Ja, hab ich. Und? Vergiss es. Jetzt warte doch mal. Nur zu deiner Information. Das ist eine Kneipe, das sind dreckige Gläser und ich bin immer noch der Arsch, der sie spülen darf, weil du den Hals nicht vollkriegen konntest. Oh, wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen? Also gut, nochmal. Ich hätte die Bilder nicht zweimal verkaufen dürfen. Es tut mir leid. Ist ein bisschen mager. Wegen dir habe ich da gestanden wie ein kleiner, mieser Betrüger. Das weiß ich doch auch. Aber ich bin doch extra zur Schneider hingegangen und habe alles klargestellt. Du bist also voll rehabilitiert. Das bringt mich auch nicht weiter. Doch. Mandy Schneider will meine neue Fotoserie exklusiv in ihre Galerie aufnehmen. Und ich will, dass du dabei bist. Als mein Manager. Och Mann, was willst du denn noch mehr? Dass du mich in Ruhe lässt. Wir müssen doch nur hingehen und kassieren. Dann mach doch, was du willst. Aber jammer hinterher nicht, dir hätte niemand die Chance gegeben, hier rauszukommen, ja? Ich höre. Was willst du hören? Wie toll es war, bevor du reingeplatzt bist? Du gibst also zu, dass ihr es getan habt. Ja. Und war es das erste Mal oder geht das schon länger so? Das ist ja wohl allein unsere Sache. Ja, aber nicht, solange du minderjährig bist und ich für dich verantwortlich bin. Also gut. Ja, Bastian und ich haben schon öfter zusammengeschlafen. Und was deine Verantwortung für mich betrifft, kann ich dich beruhigen. Ich habe immer ein Kondom benutzt. Naja, ist ja prima. Da kann ich ja jetzt auch noch stolz auf dich sein. Nein, aber das ist noch lang kein Grund, so einen Aufstand zu machen. Schließlich ist mit einer Frau ins Bett zu gehen wohl das Normalste von der Welt. Ah, ist das so heutzutage, ja? Jetzt tu doch nicht so, als hättest du noch nie mit einer Frau geschlafen. Ja, sicher habe ich das. Aber wir waren wenigstens erwachsen. Wir wussten, was wir tun. Ihr seid doch noch Kinder. Papa, wir sind 16. 16. Benehmt euch auch so. Haltet Händchen und knutscht ein bisschen rum. Wir wollen noch warten. Oh Mann, hast du mich belogen. Hab ich nicht. Du lügst ja schon wieder. Nein, und hättest du mich direkt gefragt, dann hätte ich dir auch gesagt, was Sache ist. Das sind Haarspaltereien. Du wolltest heimlich hinter meinem Rücken aus eurem Zimmer ein Liebesnest machen, damit ihr in Ruhe... Wie denn, wenn du nicht mal anklopfst? Das wäre noch schöner. Soll ich in meinen eigenen vier Wänden anklopfen? Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Privatsphäre kannst du haben, wenn du erwachsen bist und deine eigene Wohnung hast. So lange hast du gefälligst, Rücksicht zu nehmen. Wir stören doch niemanden. Also wie auch immer, damit das nicht nochmal passiert,
wird Bastiane nicht noch mal hierher kommen. Was? Du hast mich ganz genau verstanden. Und wenn du mein Vertrauen noch mal missbrauchst, werde ich dafür sorgen, dass ihr euch überhaupt nicht mehr seht. Falls wir jemals wieder ins Geschäft kommen sollten, wie hast du dir das vorgestellt? Na, wir machen einfach weiter wie bisher. Nein, das wollte ich gerade vermeiden. Nein, natürlich nicht. Ich werde niemals wieder einen Deal ohne dich machen. Wenn du schlau bist. Was hat Charlie denn so gesagt? Ach, erstmal hat sie das übliche Gesülze abgelassen. Von wegen, dass ich ein großes Talent sei und dass sie mir eine zweite Chance geben will. Geschenkt, dann? Dann meinte sie, dass sie meine neue Serie kaufen will. Und wie hast du reagiert? Ich habe gesagt, dass ich es mir überlegen werde und dass du dann gegebenenfalls mit ihr verhandeln wirst. Das war doch richtig, oder? Perfekt. Dann sind wir also wieder Partner? Ja, so kann man das sehen. Ich kann dich ja nicht hängen lassen. So, dann lass uns jetzt mal überlegen, wie wir möglichst viel Kohle aus der Sache schlagen können. Also ich will dir ja nicht reinreden, aber sollten wir uns nicht erstmal Gedanken über die neue Fotoserie machen? Wieso wir? Ich dachte, für das Künstlerische bist du allein gut zuständig. Ja, im Prinzip schon, aber solange ich nicht weiß, was ich knipsen soll, kannst du auch nichts verkaufen. Geh ran, verdammt nochmal. Clarissa? Ach, bin ich erleichtert. Ich dachte schon... Clarissa? Ach, Sie sind das. Seit wann gehen Sie denn an Frau von Anstettens Handy? Im Büro liegen gelassen? Sonst geht sie ohne das Ding doch keinen Meter. Ja, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ich suche Sie nämlich auch schon seit Tagen. Nein, mir hat sie auch nicht gesagt, wo sie hingeht und wann sie wieder zurück ist. Ja, mach ich. Und wenn sie sich zuerst bei Ihnen meldet, dann sagen Sie ihr bitte, sie soll sich dringend sofort bei Charlie Schneider melden. Danke. Ich weiß echt nicht, über wen ich mich mehr aufregen soll. Über Jackie, weil sie noch den Nerv hat, hier aufzutauchen, oder über dich, weil du schon wieder auf sie reingefallen bist. Das bin ich doch gar nicht. Und warum hast du sie dann nicht eiskalt abblitzen lassen? Sie hat sich bei mir entschuldigt. Aber doch nur, weil sie dich schon wieder ausnutzen will. Ich mach zwar kein Abi, aber darauf bin ich auch schon gekommen. Na prima. Dann wirst du sicher auch schon wissen, warum sie Charlie Schneider die Wahrheit gesagt hat. Ja, sie hat gemerkt, dass sie Mist gebaut hat und hat ihr Land getan, Herr Oberschlau. Von wegen. Cleo hat ihr klargemacht, dass sie in der Fotobranche keine Chance hat, solange sie mit gezinkten Karten spielt. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du Cleo selbst fragen. Naja, Jackie als Heilige kann ich mir nicht vorstellen. Dann siehst du also ein, dass du einen Fehler gemacht hast. Naja, solange die Kohle stimmt, ist mir eigentlich egal, warum sie was zu wem gesagt hat. Frank, du kannst doch nicht immer nur an die Kohle denken. Das muss ich aber, wenn ich mal aus diesem Saftladen rauskommen möchte. Hey, es zwingt dich keiner, hier zu bleiben. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Na echt, ich finde die Kneipe ganz okay. Aber es wird langsam Zeit, dass ich mal was anderes mache. Ja, dann such dir einen neuen Job. Aber lass Jackie sausen. Nee, wir sind Partner. Und was deine super geniale Idee angeht, außer Aussatzjobs kriege ich eh nichts. Naja, und den Schulabschluss sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Und wenn du doch noch einen nachmachst. Genau. Schule ist gar nicht mal so schlecht. Denk mal an die Ferien und die tolle Bezahlung. Naja, du kannst ja nebenbei noch was studieren. Lass mich raten, hier in der Kneipe? Na, wo ist doch egal. Mach du erstmal deinen Abschluss und danach gibt's die dicke Kohle. Ich will sie aber jetzt. Uli. Was essen? Kein Hunger. Sitz hier nicht rum wie eine beleidigte Leberwurst. Hör auf deine Oma. Ich habe keinen Hunger, also esse ich auch nichts. Ich habe ihm ein Pausenbrot mehr geschmiert. Danke. Da wir gerade beim Thema Schule sind, ich erwarte von dir, dass du ein Auge auf deinen Bruder hast. Was? Du hast mich ganz genau verstanden. Ich möchte nicht, dass er und Bastiane auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. Also, was das anbetrifft, bin ich voll und ganz auf Ulis Seite. Das ist ja toll. Das hätte ich mir ja auch denken können. Ich verzieh mich. Die Schule ruft. Moment, ich komm mit. Ja, kommt, ihr zwei. So. Ciao.
Tschüss, Oma. Tschüss, mein Junge. Walter, meinst du nicht, dass du langsam aber sicher übertreibst? Ich übertreibe? Ja. Wär's dir denn lieber gewesen, sie hätten's im Wald getan oder im Stundenhotel? Nein. Aber wenn's nach mir gegangen wäre, hätten sie noch gewartet. Jetzt ist es aber nun mal passiert. Ja, 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 weil Uli mich belogen hat. Na, glaubst du etwa im Ernst? Er hätte dich vorher um Erlaubnis gefragt? Nein. Aber das gibt ihm noch lange nicht das Recht, mir so auf der Nase herumzutanzen. Das hat er bestimmt nicht gewollt. Das ist mir egal. Und schon was gefunden? Nee. Nur Kneipenjobs. Na, also dann kannst du ja gleich hierbleiben. Auf keinen Fall. Entweder ich schaffe den Absprung jetzt oder ich. Oder? Hey, das hört sich nicht schlecht an. Hier, 10.000 Mark und mehr. Kein Telefonverkauf, keine Versicherung. Sag mal. Wenn Sie zwischen 20 und 30 Jahre alt sind und Ihren Wehr- oder Ersatzdienst bereits geleistet haben oder freigestellt sind, bieten wir Ihnen die einmalige Chance als Finanzberater in unserem Unternehmen. Das ist immer dasselbe. Zu jung, zu klein, keine Berufserfahrung. Kein Schulabschluss, keine Lehre. Oh Mann. Du bist wie die Psychotante an meiner Schule. Aber Herr Lewinsky, wenn Sie jetzt die Schule abbrechen, was wollen Sie später dann mal machen? Ja, gute Frage. Was willst du überhaupt für einen Job? Auf jeden Fall keinen, wo ich mit Anzug und Krawatte rumlaufen muss und andererseits Geld vermehre. Na prima, dann wissen wir ja zumindest mal, was du nicht willst. Aber die Preisfrage lautet, was willst du? Irgendwas in Richtung Kunstszene wäre nicht verkehrt. Oder beim Fernsehen. Als Kabelträger oder was? Nee, als Moderator. Mehr in die Richtung Hausfrauen-Talk am Mittag oder Late-Night-Show? Primetime. Typen, die es nämlich fertig bringen, nachts noch Leute bei Laune zu halten, die sind wirklich selten. Also wenn du wirklich so gut bist, dann würde ich es doch da mal probieren. Junge, schlagfertige Leute für Werbekampagne gesucht. Ja, warum nicht? Ich in einem Werbespot. Wusstest du eigentlich, dass wir in der Wohnung unseres Onkels auf Luftmatratzen kampieren? Sag mal, musst du das überall rum erzählen? Mach doch gleich einen Aushang am schwarzen Brett. Da ist doch nichts dabei. Na, von wegen. Das ist absolut mega peinlich. Wieso das denn? Na, weil die alle denken, dass wir uns nicht mal ein Hotel leisten können. Entschuldigt mich. Das hast du ja wieder toll hingekriegt. Ich wollte Uli ein bisschen aufheitern und was machst du? Schadensbegrenzung. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Und? Hi. Hi. Keine Angst, ich habe nichts gesehen. Was meinte er damit? Wegen meinem Vater. Der ist kurz vorm Durchdrehen. Weil er uns erwischt hat. Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Ich habe mir nämlich überlegt, naja, vielleicht war ihm die ganze Situation genauso peinlich wie uns. Das gibt ihm aber noch lange nicht das Recht, dich rauszuwerfen. Oder mir damit zu drohen, dass ich dich nie wiedersehen darf, wenn er uns nochmal erwischt. Keine Angst. Das passiert bestimmt kein zweites Mal. Mir ist die Lust gründlich vergangen, stimmt's? Ganz im Gegenteil. Aber das nächste Mal werden wir mein Zimmer nehmen. Trotzdem, es kann einfach nicht angehen, dass er mir jetzt auch noch vorschreiben will, wann ich mit dir schlafen darf. Ach, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Von wegen. Und wieso muss ausgerechnet ich so einen Spießer zum Vater haben? Falls es nicht tröstet, mein Vater hätte wahrscheinlich auch so reagiert. Ich glaube aber, es ist echt besser, wenn du dich bei ihm entschuldigst. Was? Dafür, dass ich mit dir geschlafen habe? Nein, doch nicht dafür. Na, weil du ihn belogen hast. Weil du gesagt hast, dass außer Küssen bei uns nichts läuft. Ja, Charlie Schneider, das ist ja vielleicht eine Überraschung. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Eine halbe Ewigkeit. Ich würde Ihnen gerne etwas zum Sitzen anbieten. Ich würde dir gerne etwas zum Sitzen anbieten. Aber du siehst, wie es hier aussieht. Hallo. Nein, nein, ich will dich gar nicht lange von der Arbeit abhalten. Weshalb ich gekommen bin, ich mache mir Sorgen um Clarissa. Ach, ist sie wieder aufgetaucht? Dann müsste ich mir ja keine Sorgen machen. Moment mal. Heißt das, dass sie immer noch verschwunden ist? Ja, sie ist seit Tagen weder geschäftlich noch privat zu erreichen. Ich habe im Tagesgeschäft nicht viel mit ihr zu tun. Ich sehe sie kaum. Genau, will ich. Sie übertreibt. Tu ich nicht. Denn hättest du mir mal zugehört, dann wüsstest du, welchen Stress ich durch die Abwesenheit von Clarissa habe.
Nicht meine Telefonnummer hat sie hinterlassen. Ja, deshalb meine ich ja auch, dass irgendwas passiert sein muss. Ach, wenn sie einfach nur mal ihre Ruhe haben will. Jeder von uns hat das Bedürfnis, auszuspannen, sich mal auszuklinken. Wie soll sie denn entspannen, wenn ihr hier vielleicht Millionen verloren gehen, weil sie nicht da ist? Das stimmt. Das passt nicht zu ihr. Trotzdem. Ja, aber es gibt in dem Zusammenhang noch etwas, was mir zu denken gibt. Es geht um einen Mann. Sag mal, ist das noch vom letzten Rosenmontag übrig geblieben? Was darf ich Ihnen denn bringen? Moment, ich übersetze. Ja, witzig, helf mir mal lieber aus dem Teil raus hier. Brauchst du dazu einen Flaschenöffner? Nee, lass das mal mit dem Öffner. Ich glaube, der Junge braucht einen Korn. Ah, selten so belacht. Gib mir lieber eine Cola, sonst verdurst ich noch. Also, auch auf die Gefahr hin, dass du mich gleich teerst und federst. Aber was soll das? Tja, das kommt dabei raus, wenn ich auf solche Typen wie euch höre. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dir zu einer Schönheitsoperation geraten zu haben. Aber zu einem knappen Werbejob. Oh, du meinst eine große Chance beim Fernsehen? Du willst. Tierfilme sind zurzeit total. Und du wärst sicherlich nicht das erste Huhn, das damit Karriere macht. Außerdem passt deine Brust hervorragend zum Kostüm. Es reicht. Klar. Klar. Und außerdem, der Job ist scheiße. Die Bezahlung sowieso. Ja, ist wohl doch nicht so einfach, Geld zu verdienen. Jetzt auch. Diese Geschichte ist so typisch. Aber ich kann dir sagen, wenn es um meinen Mann ging, hat man sich um Clarissa noch nie Sorgen machen müssen. Um den Mann schon. Arno hat recht. Wenn jemand auf sich aufpassen kann, dann sicher Clarissa. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache. Entschuldige meine Direktheit, aber was ist denn passiert? Wahrscheinlich hat Clarissa dir nur einen Freund ausgespannt, das ist alles. Ja, passen würde es auf jeden Fall zu ihr. Möglich wäre es schon. Aber warum tut sie mir das an? Ich bin doch ihre beste Freundin. Entschuldigung, aber das hat doch nichts zu sagen. Denken Sie doch nur mal dran, wie sie manchmal ihre eigenen Kinder behandelt hat. Ja, schon. Aber ich dachte immer, unsere Freundschaft sei was Besonderes. War wohl ziemlich naiv von mir. Siebzehn waagerecht, Verhütungsmittel. Kondome. Pille, Spirale. Gibt es denn in diesem Haus kein anderes Thema mehr? Wieso? Du hast doch gefragt. Wo ist denn eigentlich Uli? Bei Bastiane. Ach, und wer hat ihm das erlaubt? Niemand. Der Junge ist alt genug. Er weiß, was er tut. Ja. Davon konnte ich mich mit eigenen Augen überzeugen. Na, Wind. Soll ich dir schnell was zu essen machen? Nichts da. Hier werden keine Extrawürste gebraten. Er weiß ganz genau, wann es bei uns Abendbrot gibt. Und wenn er nicht pünktlich ist, geht er halt mit knurrendem Magen ins Bett. Aber nicht, solange ich hier wohne. Danke, Oma. Lass gut sein. Ich habe schon gegessen. Ist was? Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Und? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich dich hochgenommen habe und dass du deshalb dachtest, dass Bastiano und ich nichts weiter tun als Händchen halten. Aha. Es tut dir also leid. Ja, und damit du siehst, dass ich dich diesmal nicht verarsche, sage ich dir gleich noch was. Bastiano und ich denken gar nicht dran, uns an dein Verbot zu halten. Sag das nochmal. Zwei alt, einmal ein Glas. Ja, ohne Scheiß, der Typ da hinten hat das bestellt. Ah, ich bin ich. Wer ist denn dran? Charlie Schneider. Oh Gott, was will die denn? Ach ja, die Fotos. Frank? Ja, höchstpersönlich. Was liegt an? Ich wüsste gerne, ob du morgen schon was vorhast. Nein. Das heißt, ich müsste erst mal meinen Terminkalender nachsehen. Moment. Du, ich nehme ein Zwischenleitpaket an. Na, wenn? Das soll ich hier abgeben. Dankeschön. Bitte, tschüss. Tschüss. Ich bin wieder da. Ja, Sie haben Glück. Morgen liegt noch nichts an. Wir können uns also ungestört über Jackies Fotoserie unterhalten. Na, das hat Zeit. Warum rufen Sie denn an? Ich
Ja, du könntest mir bei den Vorbereitungen zu meiner Vernissage ein bisschen zur Hand gehen. Einer meiner Helfer ist abgesprungen. Das ist Pech. Habe ich die angemessene Bezahlung schon erwähnt? Okay, weil sie es sind. Von wegen, ich bekomme keinen Job. Gegen 9 in der Galerie? Ja, geht klar. Gut, bis dann. Ciao. Du willst also weiterhin mit deiner Freundin schlafen? Mhm. Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Dass ich euch einmal pro Woche mein Zimmer zur Verfügung stelle, damit ihr ungestört sein könnt? Ich hab doch mein eigenes Zimmer. Ja, und Nick? Hast du vergessen, dass du das Zimmer mit deinem Bruder teilst? Nein, aber die meiste Zeit ist Nick doch eh im Training oder bei Steffi. Ja, stimmt. Und wenn ich doch da bin, Uli und ich arrangieren uns schon irgendwie. Also an den geraden Tagen du und an den ungeraden du? Oder wie habt ihr euch das gedacht? Keine Ahnung, aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Das haben wir früher auch immer gesagt. Wir haben es mal in einem Mini gemacht. Ihr wisst schon, das waren diese ganz, ganz kleinen Autos in den 50er Jahren. Oh Mann, war das eng. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? 19. Und was hat Oma dazu gesagt? Naja, dass wir uns in Acht nehmen sollen und so. Aber es wäre eh zu spät gewesen. Ich hab's ihr erst hinterher erzählt. Aber passiert ist nichts. Gab's denn damals schon Kondome oder nur Schweinsblasen? Klar gab's Kondome. Aber benutzt haben wir sie selten. AIDS war ja damals noch kein Thema. Ja, und Verhütung? Ja, Verhütung war Sache der Frauen. Ebenso wie die Aufklärung der Kinder. Wir haben uns dann so im Freundeskreis halt mal unterhalten oder in solchen Heftchen nachgeblättert. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir auch. Ja, also ich hätte ja nicht mal gewusst, wie... Naja, wie anfangen. Aber da ihr beide ja im Prinzip erwachsen seid und schon eure eigenen Erfahrungen gemacht habt, was soll ich da euch noch großartig erzählen? Außer vielleicht, dass wir in Zukunft über alles offen und ehrlich reden sollten. Können wir uns darauf einigen? Okay. Und was Bastiane betrifft, kannst du natürlich wieder mitbringen. Aber nicht übertreiben. Charlie, du hast dich sicher schon gewundert, wo ich bin. Ich muss dir sagen, ich bin entführt worden. Es geht mir soweit ganz gut, aber nur solange du die Bedingungen erfüllst, die nächste Zeit an dich herangetragen werden. Ich befinde mich in den Händen von skrupellosen Entführern, die zu allem entschlossen sind.